Dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Viktoria Köln gegen Carl Zeiss Jena am Freitagabend. Die Gäste konnten in der letzten Woche den ersten Saisonsieg holen und wollten heute gleich mit dem ersten Auswärtsdreier nachziehen. Zuvor gab es 6 Niederlagen in den ersten 6 Auswärtspartien. 7 wäre Drittliga-Rekord. Dementsprechend mutig waren die Jenenser hier in der Anfangsphase und hatten in der zweiten Minute gleich die erste Aktion. Und es hätte Elfmeter geben müssen. Timo Gerach hat die Situation aber anders gesehen. Im Zweikampf Paljuka mit Lars Dietz springt der Ball an die Hand. Pech für die Mannschaft von Rico Schmidt. Wir sind in der 18. Spielminute. Jetzt auch mal Viktoria Köln gefährlich. Klasse Pass durchgesteckt auf Simon Handle. Fast das 1:0 wäre er nicht gewesen. Joe Koppens. Schöne Ballannahme. Schöner Pass von Holzweiler und klasse Parade vom Goalkeeper. Die 37. Spielminute. Jena machte das hier wirklich sehr gut, sehr mutig, sehr diszipliniert und hatte hier einen klasse Pass auf Daniele Gabriele. 1:0. Hochverdient, 4. Saisontreffer. Aber die Vorarbeit hier, mein lieber Mann, Kilian Pagliuca. Den muss man erstmal so machen, dann ist Glück dabei. Ball verspringt ein bisschen. Aber Jena hat sich das Glück auch erarbeitet. Trotz 5 Grad konnten die 500 mitgereisten Fans von Jena jubeln. Aber dann hörte der Jubel ganz schnell auf. Zweite Hälfte, erste Möglichkeit für Viktoria Köln. Gleich der Ausgleich. Die Ecke von Wunderlich. Nicht gut verteidigt. Der zweite Ball ebenfalls nicht. Und Bunyaku in der Mitte. Viel zu frei. 11. Saisontreffer. Viktoria Köln war zurück. Und Bunyaku, ja, der war sowieso on fire. Hätte auch 2 Dinger machen können. Wird da super eingesetzt von Wunderlich. Und der Schuss nur knapp am Tor vorbei. 77. Spielminute. Matris zuvor gut eingesetzt. Pavel Dotschev, ja, hat geblickt, wusste, seine Kölner wurden stärker und haben mit Kapitän Mike Wunderlich einen, der alles kann. 2:1. Was für ein Freistoß von Mike Wunderlich. 7. Saisontreffer. Joe Koppens kann nichts machen, weil seine Mauer geschlossen hochspringt. Und dieser Straßenfußballer, der riecht das natürlich. Mike Wunderlich ist und bleibt ein Schlitzohr. Das war aber noch nicht der Schlusspunkt. Der kommt jetzt. Ecke von Hamann und dann der Ausgleich vom eingewechselten Anton Donkor. Das war ein verdienter Ausgleich für Jena. Skenderovic eingewechselt, hatte seine Aktien drin. Donkor eingewechselt, macht sein 2. Saisontor. 1. Auswärtspunkt für Jena. Also ich denke, wir sind gut ins Spiel reingekommen und haben verdient das Tor gemacht und hatten dann schon gehofft, mit mehr als einem Punkt nach Hause zu fahren. Aber ich denke, dieser hart erkämpfte Punkt ist auch was und auf jeden Fall ein Schritt nach vorne. Wenn du natürlich, keine Ahnung, 3-4 Minuten vor Schluss in Führung gehst und ich glaube, dass das dann gefühlt die 15. Standard-Gegentor ist gegen uns, dann ist natürlich umso bitterer in der Nachspielzeit. Schauen Sie sich den Dietz an. Der kann das nicht glauben. Viktoria Köln jetzt seit 7 Ligaspielen sieglos. Und Rico Schmidt und sein Team konnten feiern. Jetzt 4 Punkte in 2 Spielen. Es geht aufwärts mit Carl Zeiss. Alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.